Der ETH-Kurs schwächelt, obwohl das DAP-Volumen rasant steigt. Das DAP-Volumen im Ethereum-Netzwerk ist um 40% gegenüber der Vorwoche gestiegen. Laut DAPRadar wurde das Wachstum hauptsächlich durch Uniswap angetrieben, mit einem Volumenanstieg auf über 30 Milliarden US-Dollar. Das Market Maker-Protokoll Balancer erzielte ebenfalls ein Wachstum von 46% auf 18,1 Milliarden US-Dollar. Der Total Value Locked sank laut Defilama allerdings um 6% auf Wochensicht. Die Anzahl der aktiven Adressen, die mit dApps interagieren, fiel ebenfalls um 5%. Der Ether-Kurs steht aktuell bei rund 2.500 US-Dollar, 6% unter seinem Vorwochenniveau. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.